Perl-Programmierer da nutzen können. Wir können ja die ZPEN-Games machen. Gamification heißt ja immer, dass man irgendwie die Leute anregt, etwas zu tun und bei Laune hält. Da haben wir im CPAN-Bereich ganz viel, was wir machen können als Spiele. Daniel Bauers, ja, irgendwie ist das wohl mein Laptop, gut. Daniel Bauers, der führt so ein macht Statistiken, wer wann wie viel auf CPAN hochgeladen hat, einmal am Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat. Da kann man ja versuchen, möglichst weit hochzukommen. Wie kann man oder von wem bekommt man Hilfe, damit man das auch tatsächlich schafft? Weil man hat ja nicht immer selbst Ideen, was man machen kann. Es gibt die CPAN-Testers, die alle Module in allen möglichen Konfigurationen durchtesten. Da kann man natürlich versuchen, möglichst viele Reports hochzuladen und da ganz oben zu landen. Wenn man da guckt, wie viel da Chris Williams, Lavendresic und sowas submitten an Reports, das ist jede Menge. Da hat man es also schwierig, relativ weit hochzukommen, aber man kann es ja mal versuchen. Mein Dank an alle CPAN-Tester, weil die haben schon so viele Fehler in meinen Modulen gefunden, die hätte ich wahrscheinlich in 1000 Jahren noch nicht gefunden. Besonderen Dank da an Lavendresic und Andreas König, weil... die stecken da nämlich ziemlich viel Arbeit rein. Zum Beispiel kriegt man auf GitHub vom Slaven auch mal solche Fehlermeldungen, die dann über statistische Analysen auch tatsächlich schon die mögliche Ursache des Fehlers beinhaltet. Das ist extrem viel Arbeit, extrem viel Aufwand, was die da reinstecken. Finde ich einfach nur genial, was die machen. Das nächste, CPAN-TS, das ist die Quality von Modulen, kann man natürlich versuchen, bei all seinen Modulen auf 100% zu kommen. Ja, das hatte ich vorhin schon bei meinem Vortrag. Dann gibt es CPAN Cover. Wer Devil Cover kennt, der Paul Johnson, der hat das für so ziemlich alle Module, führt er das auf. Da kann man dann natürlich probieren, dass seine Testabdeckung auf 100% kommt. Das ist auch alles bei MetaCPAN, kann man das so schön sehen. Also man kann das dann auch bei seinen eigenen Modulen schön verfolgen. Ja. Die nächste Hilfe, wer letztes Jahr in Köln dabei war, kennt diesen netten jungen Mann, der ist extrem hilfreich. So viele Pull-Requests, wie der bisher geschickt hat, ist unglaublich. Nämlich, ich war tatsächlich der Glückliche, der seinen 1600. Pull-Request bekommen hat. Es ist einfach Wahnsinn. Manchmal kriege ich einen Pull-Request ungefähr 10 Minuten, nachdem ich ein Modul hochgeladen habe. Übrigens, in dem, was du gerade hochgeladen hast, ist ein kleiner Fehler drin. Hier ist ein Fix dafür, ist einfach unglaublich. Er kümmert sich auch darum, dass er die Leute motiviert, da irgendwo mitzumachen. Ich bin irgendwie in der glücklichen Lage, dass er mich häufig dann anspricht. Auch gestern Abend hat er gemeint, wäre schön, warum mach doch mal deinen Upload, dass du da mit dabei bleibst. Es ist einfach eine Wahnsinnshilfe, große Motivation, was der macht. Von daher mein großer Dank an Mohamed. Genau, aber wie könnt ihr vielleicht anderen helfen, dass sie an diesen ganzen CPAN Games da teilnehmen und erfolgreich sind? Seit Anfang diesen Jahres gibt es den Pull Request Club unter pullrequest.club. Kann man sich eintragen, da bekommt man dann jeden Monat irgendwie ein GitHub Repository zugewiesen, wo man dann einen Pull Request stellen muss. Der Vorgänger war das CPAN Pull Request Challenge von Neil Bauers. Der hat es aber aus Zeitgründen und so eingestellt. Es wurde jetzt eben übernommen, gibt diesen Pull Request Club. Kann ich nur empfehlen, einmal im Monat mindestens einen Pull Request zu so einem GitHub Repository einzuschicken. Von daher, lasst uns die Spiele beginnen und ja, viel Spaß. Kann ich loslegen? Also schon wieder ich. Jetzt möchte ich ganz kurz von Perl
im Bibliotheksverbund Bayern erzählen. Bibliotheksverbund Bayern, da arbeite ich. Das ist so ein Zusammenschluss von Bibliotheken, von ungefähr 130, 135 Bibliotheken in Bayern. Und es gibt dann noch Kooperationen mit anderen Bibliotheksverbünden und so Buch- und Zeitschriftsmetadaten werden im gemeinsamen Katalog gepflegt, der, ich glaube, deutlich über 30 Millionen Datensätze hat. Und für die Pflege dieses Katalogs unter anderem gibt es jetzt also eine Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, das ist die Verbundzentrale des Bibliotheksverbunds Bayern, und da sitze ich und einige Kollegen. Und ich jetzt nicht, ich bin relativ neu, aber viele Kollegen arbeiten dort schon seit Jahrzehnten mit Perl. Und da wollte ich kurz davon erzählen. Zum einen macht es richtig Spaß mir, dass ich Skripte nehmen kann, die deutlich über 10 Jahre alt sind und die funktionieren immer noch. Und ich glaube, da ist Perl richtig gut drin in solchen Dingen. Vor allem, wenn ich das mit den Erfahrungen aus PHP oder Ruby oder so vergleiche. Das ist richtig toll, dass sowas geht und dass sowas so viel Bestand haben kann. Wir machen recht viel Text oder strukturierte Daten oder leider auch unstrukturierte Datenverarbeitung und da hilft uns Perl sehr. Ich hatte gerade eben das Glück, von jemandem angesprochen zu werden, der auch in der Bibliothek arbeitet und das Kathmandu-Projekt nochmal angesprochen hat, das ich zu sehr beiseite liegen lassen habe. Das werde ich mir jetzt nochmal genauer anschauen und hoffentlich dann auch im Kollegenkreis vorstellen können. Ich glaube, da werden wir einiges davon haben. Und wir nutzen auch noch eine große kommerzielle Software, die auch komplett in Perl geschrieben ist. Und da ist es dann auch schön, dass ich, was bei eingekaufter Software selten ist, ich kann da dann in Code reinschauen und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann kann ich das verstehen. Und das ist ein großer Mehrwert und für all diese Sachen bin ich Perl sehr dankbar und macht Spaß damit arbeiten zu dürfen. Das war es eigentlich auch schon. Der nächste auf meiner Liste ist Andrew. He said I'm number 5. He said I'm 5. Sorry. Oh, this is number 3, I'm sorry. Oh, yeah. I have a heading of lightning talks, and sometimes I'm counting the heading together with the names, but I shouldn't. Okay, so I'm inviting all of you to come to Riga next this year in August, and we are going to have the 20th YAPS Europe in Riga. This year we changed the name, so actually there was the story behind the name. So originally, 20 years ago, there was the Perl conference, which was expensive. Then YAPSE conference appeared as something different and cheap, affordable. It was yet another Perl conference, but after that everybody realized that there's only one conference, so it's not yet another. And during the last 2 years, the previous 2 years, it was the Perl conference in Amsterdam or in Glasgow. This year, it's supposed to be the Perl conference in Riga, TPCER, which is a different name also to Google. It's different to Google these names. And we decided to rename it to PerlCon. Con stands for conference. So yeah, maybe this name will work further, who knows. But this year, definitely it will be PerlCon. And this is the different explanation of the same story. And as you see, so we already had a conference in Riga a few years ago. So it will be in Latvia. The venues are just next to the city center. Actually, it's just next across the river. And it's the anniversary. Second time in Riga. So I hope. How many people were there in Riga last year? Last time? Well, yeah, good. So come again, and all the rest also come. So we have two keynote speakers already, so it will be Larry and Jonathan. This year I tried to make keynotes as technical as possible. So yeah, these are two good, really good candidates. We have some workshops and classes
on the days before the conference, so you can also attend those. We will open ticket sales, I hope this, maybe next week. And also, you see there's the two-day Beginning Perl 6 workshop. During the main conference days, which are the 7th to 9th of August, so all these guys are already speaking at the conference, and we want to we want to make it like at least three times bigger, the list of speakers, I mean. So after the conference, I heard that the P5P guys wanted to have some gathering. I don't know if it will happen or not, but there were some rumors about that. Before the conference, of course, the pre-conference meeting, this is actually the photo from Riga YAPSI in 2011. And there's the attendees dinner. You see that the picture is a bit blurry. So, repeat that. Game night. So this is our hotel, our venue where the conference will take place. And on the top, on the roof, there's this small space where we can have the game night, like up to 25, 30 people can get there. If it's more than, yeah, we have to relocate. But this is, if you turn off the light during the night, really see this. So it's standing, it's really good. There are many different tickets, and the ticket planning is really difficult. So we have cheap tickets, we have more expensive tickets. So select what you want. So the cheapest is, yeah, is really like the conference in 2007 in Vienna without without lunches cost also around like 100 euros, so it's like 10 years. The price is the same, which is really difficult to keep this price, because as the organizers, we have to spend up to 500 euros per attendee. So if you buy a ticket for 100 euros, you're taking money from somebody else. That's why we really need sponsors, and if somebody here can talk to the boss or whatever and bring us some additional money to support the conference, please, really please do. So yeah, you can just email to us. Another request, if you are going to the conference, please make an account on the website so that we already know how many people, even if you will not buy the ticket like now, still we want to know how many people will attend, and yeah, be quick. We also have really good prices at the hotel. It's expensive, but it's the best that you can find. Yeah, just visit the website, and also please like, share, and stuff all those places on the internet. So yeah, come to Riga. That's it. The next on my list is Søren. And after Søren, it's Liz. And after Liz, it's Roli. Before I always fail to find the window. Someone just crashed. Okay, I think I need a plug. You sure? I didn't see any. If it was VGA, falls es VGA war, bringt es mir auch nichts. Das muss schon das hier sein. Genau, den hätte ich schon gerne. Jawohl, okay, also, ich habe im Wiki eine Seite aufgemacht, und da habe ich mit dieser Wiki-Syntax meine Vorträge reingehackt, und ich würde mich freuen, wenn ihr das auch macht, das heißt den Link zu den Slides. Die kann man auch, wenn man, Moment, wenn man auf seinen eigenen Namen geht, dann bekommt man hier seine eigenen Vorträge, und dann kann man da Edit drücken, und wenn man das macht, dann kann man auch da seine Slides eintragen. Aber die von da wieder zu bekommen, das heißt für eine ganze Konferenz diese Slides zu kriegen, ist nicht so ganz einfach. Jemand hat mir erklärt, wenn man das Ganze als Kalender, wenn man den Timetable als Kalender exportiert, dann steht da alles schön untereinander. Ich habe gedacht, das sind halt alles ziemlich viele Klicks für alle. Das heißt, vielleicht ist es eine gute Idee, wenn wir im Wiki diese Seite pflegen und da einfach unsere Slides eintragen.
Ja. Nochmal. Auch nur Proceedings? Also hier oben, Moment. Nach 2019. Okay, also vielen Dank an Martin Becker fürs Tippfehler korrigieren bei mir. Richtig. Man sollte immer seine Links testen. Oh, cool. Das wusste ich nicht. Dann trage ich das jetzt gleich in der Wiki-Seite ein. Okay. Ja, funktioniert. Super. Ja, danke. Okay. Das ist gerade, ja, passt, genau. Ich werde das dann auch auf der Homepage eintragen oder das hören, damit man den Link drauf findet. Wenn ich da schon drauf stand, worüber soll ich noch referieren? Wenn ich bei dir da schon drauf stand, ging es. Na, dann ging es um dieses hier. Gut, ja, wer weiß. Gut, der nächste bitte. Das war jetzt nur 3 Minuten. Der Eisdieger, die zu dir Slides in ihrem Talk eintragen. So, willst du ein oder gleich 2 halten? Was? One talk or two? I could do 2. I think you wanted to do 2. Yeah, I can do 2. Maybe you're looking for this. Nee. Nein, das brauche ich. Ah, das brauche ich. Ah, ja, okay, we have it. Ja. Genau. This is a Lama. Das Lama von Bernhard Weitschöfer, weil er gesagt hat, sein Pearl-Level ist das des Lama-Fuchs. Aber er hat seine. Ja. So. Start now. Okay, hallo. Hallo. Okay, gut. Neues Nachrichten über Persex in die Persex Weekly. Kann man finden auf persexweekly.wordpress.com. Also wirklich alles, was man da über Persex wissen möchte von der letzten Woche, gibt es da. Es ist jeden Montagabend meistens oder früh am Dienstagmorgen, fast jede Woche. Ab und zu geht es nicht, das hat etwas ein bisschen zu viel zu tun oder was etwas geschehen oder was. Aber bis jetzt ist das vor 5 Jahren fast jede Woche, 238 Weeklies schon bisher. Wir haben so einen Hauptartikel und dann andere Artikel, so zum Beispiel hier über der deutschen Perl Workshop. Wir haben die Core Developments. Dann haben wir noch eine Section über Fragen, die man gefunden hat auf das Internet und dann Sachen wie auf Facebook, auf Twitter und so weiter. Kommentare, die wir gefunden haben über Persex in andere Medien und eine Liste von neuen und updated Persex Modulen. Haben Sie etwas über Persex, was die Welt wissen muss, dann schreibt mir eine E-Mail oder geh auf das Persex ESC Channel und dann einfach sage Weekly, Colon und dann die Nachrichten. Das werde ich dann am Montag wieder finden und dann reinmachen. Und das war es. News about Perl 6 in the Perl 6 Weekly. Danke. Okay, gut. Haben wir noch einer? Okay, gut. Also, wir sind immer faul mit Perl, ne? Es ist ein gutes Ding, dass wir faul sind. Man should wirklich mal nur Sachen machen, wenn es wirklich nötig ist. Und wenn das
Also wenn man es selber nicht machen möchte, dann macht man etwas, lässt andere Leute das machen für euch, ne? Also dazu habe ich eine neue Module gemacht, das heißt Object Delayed. Wenn man die anruft, wird das direkt zurück, also weitermachen. Man kann das ein Objekt anmachen, also verspäten, bis es wirklich nötig ist. Und es kann auch viele Schichten haben. Und man kann auch darüber checken, ob es überhaupt geschafft hat oder nicht. Das heißt Slack. Und das sieht so aus. So, man sagt einfach use object delayed. Dann hat man da das Slack. Kann man das sagen, okay, mach ein Connect to a Database zum Beispiel hier. Und dann macht das in die DBH. Die DBH existiert. Leave Block ist eine Phaser in Perl 6. Wenn man das in dieser Teil von der Code verlässt, dann wird das ausgeführt. Und dann, wenn man einen Database Handle hat, wird die disconnected. Dann mache ich hier ein Slack von ein Prepare Statement. Das wird da aufgeschlagen, aufgespeichert. Dann, wenn ich das etwas brauche, dann mache ich einfach ein Execute. Die Execute macht dann die Prepare und die Prepare macht dann die Connect. Und dann später, wenn man das zu Ende ist, dann ist das Database Handle da und dann wird das Disconnect gemacht. Ja, und sonst, ja, sagt er einfach, ja, hab dich gemacht. Und dann wird das auch wieder gecheckt und dann ist das DBH ist nicht definiert und deswegen wird das Disconnect nicht versucht, sondern wird das Disconnect wieder Connect machen. Ja, und das ist so schön. Die andere ist, wenn man also Sachen bei anderen Leuten machen möchte, das heißt Catch-up. Ja, also normalerweise, wenn man etwa ein bisschen Code hat, wie so etwas, du mach etwas, mach noch etwas und dann mach noch etwas, dann dauert das so zum Beispiel 12 Sekunden. Ja, also wenn man das mit Catch-up macht, ja, dann ist das ganz einfach. Die drei eigentlich laufen gleichzeitig. Die warten, bis die alle fertig sind und dann dauert es nur 5 Sekunden. Deswegen ist das schön, kann man andere Leute Sachen machen lassen für euch. Und das war's. Danke. Niederrhein PM. Ich habe ein Problem. Ab und zu fahre ich schon mal in Urlaub, bereite das Ganze in der Regel schon mal vor, dass ich mir auf einer Landkarte anschauen will, was ich mir da ansehen will. Sah irgendwann mal so aus. Ist nicht wirklich State of the Art, ist nicht benutzerfreundlich, nicht transportabel, was auch immer. Gar nichts. Das war einfach ein Bild, was ich gefunden habe. So. Mittlerweile mache ich es dann halt elektronisch und dann ist Punkt 2 schlägt zu, mehrere Geräte, man muss den ganzen Quark synchronisieren, man ist irgendwann im Urlaub, hat noch irgendwo einen Placemark hinzugefügt, den hast du zu Hause auf dem Server nicht, du weißt nicht mehr welchen, dann... Ich kenne mich da aus, da fällt es mir einfach leichter. So. Ich habe hier einfach mal... links oben sieht man die zwei Köln 1 und Köln 2 Ordner mit verschiedenen Placemarks. Wer sich auskennt, sieht natürlich direkt, was sich verändert hat. Vielleicht das Müngersdorfer Stadion gab es vorher nicht in dem anderen. Also von daher, man erkennt es nicht. Das ist mein Problem gewesen und ich wollte irgendwie halt rauskriegen, was hast du geändert? Oder ich sitze abends vorm Fernseher, gucke irgendeinen Reisebericht, oh toll,
setze mir einen Bookmark. Vielleicht hier, vielleicht im Handy, vielleicht am nächsten Rechner. Und daher wollte ich die KML-Dateien irgendwie vergleichen können. Ich habe nichts gefunden, also habe ich mich dann irgendwann selbst dran gesetzt. Habe mir dann erstmal überlegt, ich könnte die Einträge halt nach ihrem Namen vergleichen, aber gebe ich es auf jedem Rechner gleich ein? Habe ich da überall den gleichen Encoding? Keine Ahnung. Also habe ich mal überlegt, guck dir die Punkte an und dann mit Geodistance sind sie gleich oder nicht. Wobei, wenn ich jetzt den Kölner Dom da zweimal auf einer Landkarte reinhaue, haue ihn einmal am Südturm rein, einmal hinten am anderen Ende, wie auch immer, es ist ein Problem. Ich kann jetzt meine KML-Dateien nehmen und dann angeben, bis zu welcher Entfernung ich sage, sie sind vermutlich gleich, wenn die Entfernung zwischen zwei Punkten halt 0 sind, dann sind sie gleich, ohne Frage. Ich habe dann hier in Gelb einen Bereich, wo ich sage, ich weiß es nicht, sind sie gleich, sind sie nicht gleich. Da zeige ich halt zu jedem einzelnen Punkt an, wer ist der nächste Punkt, den es da gibt. Und dann halt in Rot, da der ist entweder in der einen Datei gelöscht bzw. neu hinzugefügt worden. Und so ähnlich sieht das Ergebnis aus. Es ist noch nirgendwo online. Meine Probleme löst, wenn es irgendeinen interessiert. Steht es vielleicht irgendwann mal online. Also im Moment werden auch wirklich nur die über die Koordinaten verglichen. Ich könnte jetzt natürlich auch noch hingehen und dann, hier kann man halt noch zusätzliche Sachen eintragen in Google Earth, ob es jetzt hier die Beschreibung ist oder ob ich mir da unterschiedliche Pins mache. Weiß ich nicht, ob ich das wirklich mal mit in den Vergleich mit einbeziehen will. Wenn einer gute Ideen hat, was noch fehlt, hier bin ich. Ja, mir ging es darum, das Format und KML kannst du, glaube ich, auch in OpenStreetMap ansehen, oder? Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob diese Texttabellen, die am Ende rauskommen, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, das Ergebnis darzustellen, aber es funktioniert erstmal. Das war's.